Hallöchen da draußen, willkommen zurück hier zu Venetica. So, was wollen wir jetzt eigentlich hier machen? Ich muss doch so komische... Warte mal. Moment, ich muss mal ganz kurz lesen. Akbar hat von heiligen Höhlen erzählt. Vielleicht finde ich dort etwas, um die Barriere zu zerstören. Genau, man muss hier jetzt... Ja, genau. Man muss hier jetzt in die Höhle gehen. In die Höhlen gehen und so Steinfragmente suchen. Da habe ich doch hier welche gesehen, so Höhlen. Wo waren die jetzt? Stimmt, da war was. Guck mal, hier ist ein Eingang. Auf der Karte habe ich gerade einen Eingang gesehen. Schauen wir mal kurz, wie wir da hinkommen. Aha. Da ist nämlich eine Tür, seht ihr? Genau. Hier sind so Höhlen. So. Und hier sollen wir jetzt irgendwelche Fragmente suchen. Steinfragmente oder sowas. Skelette. Na super. Ich weiß nicht, ob die tot bleiben oder ob die wieder aufstehen. Ne, die bleiben stehen. Und da haben wir schon was. Steinfragment. Na also, geht doch. Ich glaube, ich brauche hier drin mal eine Lampe. Ich sollte erstmal meine Lampe wieder befüllen. Aber wir haben doch noch so komisches anderes Zeugs hier. So, rotes Licht. Schön sieht's aus. Wunderbar. Wow, die haben sogar unterschiedliche Lichter in dem Fall, dann die Lampen. Cool. Also hier haben wir den Steinfragment gefunden. Das Steinfragment, der Stein. Ich frag mich gerade, wie das Viech hier reinkommt. Ganz ehrlich. Hat es sich wirklich hier irgendwie reingequetscht? So, gehen wir da raus. Ja, hier im Stammesland ist es eigentlich schon schön, ne? So, hier draußen brauchen wir kein Licht. Können wir es wieder einpacken. Das schöne rote. So, und davon muss es jetzt noch einige Höhlen geben. Also, da müssen wir jetzt erstmal gucken, wo wir noch welche finden. War nicht noch... Moment, da war doch irgendwie so eine Steinbrücke. Und ich glaube, da war auch noch was. Die war doch hier vorne, wo wir gestanden sind. Jetzt gerade immer am Anfang, oder? Oder täusche ich mich gerade? Nein, ich glaube, ich bin hier richtig. Da sind natürlich noch zwei Gegner. Super. Die erstmal noch kurz ausrotten hier. Ha! So, hauen wir die mal kurz zu drei. Au! Holy crap! Vielleicht mal mit denen ein bisschen Leben ziehen. Was soll denn das? Hä? Mich einfach hier zu pieksen. Ja, die schaffen wir auf jeden Fall irgendwie, wenn wir jetzt nicht drauf gehen. So. Na? Perfekt. Okay, die hätten wir. Da ist nämlich auch noch ein Eingang. Seht ihr? Rein in die gute Stube. Ich weiß nicht, ob die jetzt alle gleich aufgebaut sind oder... Auf jeden Fall sind hier überall Skelette. So. Autsch, au, au. Scheiße. So. Okay, passt. Alles gut. Alles bekommen. Und da wartet noch ein Skelett. Guck mal hier, der hat gar nicht so dick, dass ich da bin. Aber jetzt hat das auch geschnallt. So, drei Stück brauchen wir. Bin mal gespannt, wo noch eins rumliegen soll. So. So. Jetzt müsste doch hier bestimmt nochmal irgendwo ein Eingang sein. Ah, guck mal, hier. Da ist noch ein Eingang. Da haben wir noch einen. Ich muss einfach nur mal einen Blick auf die Karte schauen. Und dann weiß man das.
Ich hoffe, dass es auch richtig ist. Die richtige Höhle. Habe ich jetzt auch gerade den richtigen Weg? Jawohl. Also gut, ja, da vorne ist der Eingang. Da ist er ja. So, jetzt müssen wir ein bisschen eigene Werbung machen. Wenn ihr neue Infos haben wollt, dann geht doch mal auf meinen Blog oder zu Facebook, was ich gerade so treibe. Da könnt ihr auch mal einfach hingehen und gucken. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Und wenn euch das Spiel natürlich gefällt, könnt ihr es auch kaufen. Und wenn es euch gefällt, wie ich es spiele, dürft ihr mich gerne abonnieren für mehr Let's Plays. Oh, da ist natürlich jetzt ein bisschen Hardcore angesagt hier drin. Oh, fuck you, ey. Alter, was sind das für Viecher? Sind es die normalen oder? Da sind die normalen, ja. Die sind alles aus hier drin. Ein bisschen verändert. Okay. Wir haben einen Hauer bekommen. Oh Mann, ich hoffe, dass es auch hier drin ist. Die Höhle sieht jetzt ein bisschen anders aus, ne? Oh, und gleich eine gebasht gekriegt von Viecher. Na warte, du Asshole! Gelacht, wenn wir den nicht schaffen würden hier. Hey, ist so ein komisches Kraut, das leuchtet. Ich will es essen. Das kann nur gut sein. Oh, ein Fuß. Ein Fuß. Stufe 25 erreicht. Werden wir natürlich gleich mal hier ausrüsten. So, auf jeden Fall wieder Leben hochziehen. Weil es halt ein bisschen Stärke. Oh, Stärke sollte man noch ein bisschen mehr machen. Noch viel zu schwach. So. Ich muss ein bisschen hier ein Triebsets und Bizeps und was weiß ich was alles kriegt. Da ist das letzte Fragment. Wir haben alle drei. Perfekt. Ich muss nur rausfinden, was ich damit machen muss. Oh mein Gott. Vielleicht kann mir ja der Typ was dazu sagen. Der wo vor der Barriere... Aber warte mal, das sind doch so Steinfragmente, ne? Moment, aber normalerweise Steinfragmente habe ich ja immer zusammengesetzt an irgendwelchen Statuen. Jetzt müssen wir eigentlich nur gucken, ob hier irgendwo eine zerbröselte Statue rumsteht. Weil das war ja meistens immer so... Ja. Der Vorgang, sag ich mal. Pass mal auf, ich guck mal hier, vielleicht steht hier irgendwo was rum. Na, also hier habe ich eh keine gesehen. Wenn, dann müsste sie vielleicht irgendwo außerhalb vom Dorf sein. Steinfragmente werden ja immer so zusammengesetzt. Ah, guck mal, hier sind auch Krieger. Dann wird es auch bestimmt hier irgendwo sein. So, holen wir uns mal die zwei. Oder den einen, das reicht doch erstmal. Müssen nicht gleich übertreiben, wa? Okay. Nummer 1. Komm her. Nimm meine Schmieren. Oh, also kommt auch. Okay. Wow, jetzt haben sie mal kurz einen Schuss. Jetzt sind sie nicht gelähmt. Oh, die hat aber nicht viel gebracht. Oh, oh. Ich komme hier aus dem Eck nicht mehr raus. Okay, jetzt habe ich ein kleines, aber feines Problemchen. Fast. So ein bisschen wieder aufladen hier. Ja, ich hasse es, wenn es so enge Passagen sind. Da, wenn ich da eine kriege, dann ist es meistens immer gleich vorbei, ne? So, jetzt aber. Okay, passt. Ich sollte vielleicht mal mich ein bisschen heilen. Paar Brote essen. So. Na? Also die Brote sind irgendwie ganz anders aus. So, ist hier vielleicht irgendwo eine Statue oder irgendwas?
Nee. Nicht wirklich. Aber hier ist ein Eingang zu einem Tunnel wieder. Vielleicht muss ich ja da rein. Wer weiß. So, ein bisschen plündern. Wenn wir schon mal hier in Afrika sind, dann machen wir das auch, ne? Ja, aber ob ich hier richtig bin, weiß ich jetzt auch nicht. Gut, das werden wir dann schon merken, ne? Wenn wir dann sterben in der Höhle oder so, dann wissen wir, wir waren nicht richtig. Oder wenn das Ende der Karte kommt, das Ende der Welt, und wir fliegen einfach runter und bleiben in nichts hängen. Das wäre ja schrecklich. Wir wären verloren. Stirb jetzt. Lange rumgemache hier. Komm, wir gehen einfach mal rein. Scheißegal. So. Hallo? Hier drin ist es ein bisschen ruhig. Ist hier vielleicht irgendeiner? Warum? Ach, warum hast du mich erweckt? Was hält deine Seele in dieser Welt? Was für eine Erlösung. Endlich kann jemand meine Geschichte hören. Ich wurde hier zurückgelassen zu wachen über die anderen, damit niemand den gleichen Fehler begehen kann wie ich. Du musst dich von diesem Ort fernhalten. Zu deinem eigenen Besten. What? Nö. Nö. Nein. Ich will hier sein. Und ich will erkunden. Und das sieht schön aus. Totenköpfe. Ach, das sind mal Säulen. Ey, Alter, die würde ich bei mir sogar ins Haus reinstellen. Das sieht doch richtig cool aus. Und da ist auch unsere Statue, die wir vielleicht zusammensetzen sollten. Hast du den Baum des Lebens gesehen? Er ist wundervoll. Dieses Land war einst ein wunderbarer Ort. Ich habe davon gehört, doch jetzt sehe ich nur Dunkelheit. Wenn du das Chuma-Volk befreien kannst, befreist du auch dieses Land. Vielleicht kann es wieder erblühen. Und an einem fernen Tag könnte der Baum des Lebens wieder Blätter tragen. Ja, Baum, ich werde jetzt diese Prinzessin vernichten. Mehr über das Land und den Baum herausfinden. Würde mich auch mal interessieren, ne? Du scheinst Mitgefühl für dieses Land zu empfinden. Dieser Baum ist die Quelle allen menschlichen Lebens. Seine Wurzeln reichen bis tief in die Schattenwelt. Wenn er stirbt, ist die Menschheit nur noch eine leere Hülle. Verloren im grauen Nebel der Unendlichkeit. Nichts hätte mehr Sinn. Alles wäre zu Ende. Nimm dieses Geschenk und fege den Fluch des Todes hinweg, der auf Hass und Verzweiflung gebaut ist. Setze den dunklen Gedanken ein Ende. Fertigkeiten erlernt? Was hat er mir für eine Fertigkeit gegeben? Fluch brechen? Das hier? Ah! Jawohl! Fluch brechen haben wir gelernt. Cool. Geil. Wir hätten viel mehr mit dem Zeug arbeiten sollen.
Da kriegen wir richtig geile Sachen hier. Ja, wir können ja noch damit arbeiten. Warum auch nicht? So, auf jeden Fall können wir jetzt die Barriere zerstören. Das ist cool. Das ist richtig nice. Und bloß geil. Na also. Wieso nicht gleich so? So, zurück ins Lager. Afrika, schönes Land. Aber ein bisschen duster, ne? Normalerweise müsste hier die Sonne runterbrennen auf dem Pelz. Aber irgendwie tut es das hier nicht. Wo ist denn überhaupt die Sonne? Karge Landschaften. Keine Sonne, ist doch scheiße. Ein bisschen was essen. So, das Leben wieder befüllen. Kann ich nie wissen, was jetzt gleich passiert. Auf jeden Fall glaube ich nur Gutes. So. Jetzt haben wir auf jeden Fall gelernt, wie man Barrieren zerstört. Finde ich gut. Wir werden es weise einsetzen. Und die Welt zerstören. Hier ist unsere Barriere. Hier müssen wir es einsetzen. Hier werden wir gleich das Grauen erleben, empfinden und werden vielleicht sterben oder auch nicht. Um das herauszufinden, müsst ihr leider morgen wieder einschalten hier bei Venetica. Ich hoffe, es hat euch heute mal wieder gefallen, mit mir zusammen zu spielen. Und wir sehen uns dann morgen wieder in alter Frische vor dieser Barriere. Bis dahin, schönen Tag noch. Ciao, Freunde.